I can't imagine a life without Bach's music. I simply cannot. It's been with me all through my life. It's like looking into a river. Even if it's very clear, you can see, you think all the way down, but it goes down and down and down and down. Johann Sebastian Bach, wenn man seine Kantaten nicht kennt, kennt man Bach nicht. Ich meine, es sind sein Testament. Das sind wirklich ganz, ganz große Kunstwerke und sind Gipfelwerke der Musikgeschichte. To me, they are the heart, the kern, the real center of his church works. Ich mache manchmal die andere Musik, wie Mozart, Beethoven und so weiter. Aber das jeden nach den Projekten komme ich zurück zu Bachs Musik und dann fühle ich so zu Hause. Meine Kollegen, die dort auch auftreten, vor denen habe ich große Ehrfurcht. Ich schätze das unwahrscheinlich, was sie tun und fühle mich da sehr privilegiert oder beziehungsweise auch hervorgehoben, dass ich da mit dabei sein kann. Sofort kritisieren, das ist besser oder sowas. Das ist wirklich schlimm für Jungs. I'm sure our approaches will be different, but I think that makes it very enriching for the audience to see how many different qualitative interpretations can coexist. Wir haben uns bemüht, seine Musik so gut wie möglich aufzuführen. Und wenn wir dann in der Thomaskirche sind, dann tut man das noch mehr. Hier muss man es noch besser machen als irgendwo anders. Weil es ist Bachs eigene Kirche und wer weiß. Hier in Leipzig oder insbesondere in der Thomaskirche und der Nikolaikirche gibt es so viele Leute um Bachs Musik. Und das ist ein Zentrum von dieser Inspiration und Energie und Kraft. Nikolaikirche had changes in the late 18th century. But still the bones, the pillars of the building are the same. And, you know, this is the space where Bach worked on a regular basis every day of his Leipzig life. So it's very moving. Das ist schon ein großartiges Gefühl. Da gibt es einen gewissen Geist, der dann eben nur dort da ist. Und das wird der Grund sein, warum natürlich auch Menschen aus der ganzen Welt nach Leipzig strömen. Und ich nehme an, bei diesem Projekt wird es sehr extrem sein. What makes me so enthusiastic and so enchanted by the cantatas is the fact that he relates them to a cycle. When you unfold the cantatas in that cyclical form, you realize that there are connections, interconnections from one week to another and in one half of the church year to the other, which enhance the value and the quality of each cantata. Ich denke, wenn man dann so in so einer Zeitraffung praktisch so eine Menge Kantaten hören kann, das ist natürlich auch eine einmalige Gelegenheit. Wenn man einmal so in diese sehr, sehr tiefe Welt eingeht, dann versteht man viel mehr und sieht man mehr das in Details. Going to experience the music performed by real authorities and experts who've devoted their lives to studying and propagating
this music. Bach schreibt immer unter seinen Brief, ihr untertäniger Diener, aber wir sollen untertänig sein. Wir sollen sagen, danke Bach, dass wir deine Musik aufführen dürfen und wir sollen uns Mühe geben.